Es war ein erfolgreiches Tourismusjahr für Mecklenburg-Vorpommern. Besonders das Ostseebad Graal-Müritz kann sich über Rekordzahlen freuen. Mit 1,1 Millionen Übernachtungen konnte das gute Vorjahresergebnis noch getoppt werden. Die Zimmer lange im Voraus gebucht. Kein Wunder, bietet Graal-Müritz doch mehr als nur Strandurlaub. Natürlich sind für uns die Juli, August die Hauptsaisonzeit. Da ist natürlich alles voll, da kriegen sie kein Bett mehr hier. Aber wir haben einen hervorragenden Herbst gehabt. Also gerade September, Oktober war erstaunlich gut. September war schon immer ganz guter Monat, aber der Oktober, selbst in den November hinein, hatten wir eine sehr gute Auslastung im Ordner. Viele Hotels konnten sich im Oktober über eine Auslastung von 80% freuen. Im November wurden immerhin bis zu 40% erreicht. Entspannen und genießen oder im Vitalurlaub mal wieder richtig durchatmen. Graal-Müritz ist für viele die erste Adresse, um den Alltag hinter sich zu lassen und neue Energie zu tanken. Das einzigartige Heilklima zwischen Küstenschutzwald und Ostsee ist besonders reizvoll und zieht gerade im Herbst immer mehr Besucher an. Wir haben eine sehr stabile Wetterlage im Herbst die letzten Jahre gehabt, was sich natürlich auswirkt. Aber wir haben auch eine ganze Menge getan, genau in die Richtung etwas zu tun. Nämlich was für Großeltern mit Enkelkindern zu basteln, zu stricken. Und die reisen gerne in den Herbstferien mit den Kindern. Und dazu kommt natürlich, dass wir sehr schöne Events hatten. Ein Beispiel, der Rhododendronpark. Im Mai und Juni immer ein Garant für hohe Gästezahlen. Im August 2015 Kulisse für die erste Märchennacht und die wurde mit 1500 Besuchern mehr als gut angenommen. Einer der jährlichen Höhepunkte im September dreht sich um das angrenzende Ribnitz-Müritzer Hochmoor. Beim Fest der Moorgeister leben Sagen und Mythen, die sich um das Naturschutzgebiet ranken, wieder auf. Auch das Projekt Erlebniswelt Natur zieht noch in der Nachsaison Gäste an. Vor allem Kinder können spielerisch auf Wissensreise gehen und etwas über die Flora und Fauna erfahren. Im Februar 2015 wurde das Projekt mit dem ADAC Tourismuspreis ausgezeichnet. Saisonverlängernde Maßnahmen ist das Zauberwort der Tourismusexperten im Land. In Graal-Müritz wird das beispielhaft umgesetzt.